Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück. Castlevania Symphony of the Night. Mit Alucard und Schwerti gehen wir jetzt runter in die Unterwasserhöhlen. Jetzt sind wir fast eingesammelt, den Frosch. Ich habe keine Ahnung, ob man da durch kann. Irgendwie. Man müssten wir jetzt hier eigentlich. Los, gegen die Strömung anschwimmen. Sauber. Ui. Ja, ja, das geht. Seht ihr? Genau da wollte ich hin. Cool. Na, das hat sich doch gelohnt. Aber aufgedeckt wird das jetzt trotzdem nicht, ne? Ja, wir können als Fledermaus verwandelt leider Gottes nicht durchs Wasser fliegen. Ich muss noch mal gucken, ob wir nach oben kommen. Und uns dann noch mal runterfallen lassen. Das muss ja irgendwie gehen. Dass wir den Bereich hier dann rechts aufdecken. Secret Boots. Mist. Aufgedeckt. Sehr schön. Secret Boots gucken, was die tun. Aha. Toll. Und alles aufgedeckt in dem Bereich. Yippie! Da hinten haben wir noch was aufzudecken. Zwei, drei Teile. So viel Zeit muss sein. Schwerti? Da bist du ja. Steckst du denn wieder? Treibst hier auch nur rum, du Lümmel. Das haben wir. Wie kommt man denn da dran? Ach so. Ach so. Okay. Ja, dann hätten wir es, glaube ich, ne? Dann hätten wir es, glaube ich. Zumindest fast. Da sehe ich noch zwei, drei Punkte. Oben im Clock Tower ist ja auch noch ein kleiner Ort, wo wir hin müssen. Also, da hinten an der Outer Wall, ganz rechts, da ist noch ein Feld unaufgedeckt. Genauso wie da oben im Clock Tower, bevor es in den Clock Tower reingeht. Und selbst in den Clock Tower selbst, da ist auch noch ein Raum, wo wir, glaube ich, nur als das durchkommen als Mist. Und da unten links, also von uns jetzt gesehen, so ein, zwei Etagen weiter nach rechts oben, da ist auch noch ein Raum, wo ich noch nicht drin war. Hä? Ja, natürlich. Machen wir anders. Wir benutzen die Library Card. Nein, Library Card. So, dann können wir nämlich jetzt von der Bücherei aus zur Outer Wall gehen und den Punkt aufdecken. Wir
können mal gucken, ob der was Neues hat im Angebot. Ich glaube allerdings nicht. Außer den doofen Ring, den er mir immer noch nicht gegeben hat. I'm interested in this. Like you. Like you. I'm interested in this. Irgendwelche Potions. Haben wir ja alles. Like you. So, irgendwelche neuen Waffen. Sieht nicht so aus. Library Card haben wir noch zwei, das reicht erstmal. Damaskus Sword. Okay. Das ist natürlich schlechter als das, was wir schon haben. Thunderbrand brauchen wir noch. Gibt es bestimmt auch irgendwo im Schloss. Silver Crown. Ja, sieh. Was mit der Krone rum? Die macht uns aber total intelligent. Diamond Plates erhöhen uns die Defensive. Okay, nicht schlecht. Das sind Zaubersprüche, die brauchen wir eher nicht. Benutze ich eigentlich nie. Sollen wir die Diamond Plate mal kaufen? Ich weiß nicht, bringt die was? Thank you. Farewell for now. Ja, ist besser als der Spikebreaker. Sehr schön. Defensive ist immer gut. Danke, Herr Bibliothekar. Bücher hier, die sollten sie echt mal untersuchen lassen. Dass die alle so explodieren. Ist ja nicht normal. So, komplett runter. Mann, das alles nur wegen einem Fisselchen. Aber muss sein. Dann können wir uns dann gleich von hier weg teleportieren. Ja, da ist das Messer besser. So, aufgedeckt. Und jetzt zurück zum Teleporter da oben. Mein Gott. Runter ging einfach. Rauf ist jetzt schon wieder komplizierter. Noch ein bitte. Wir wollen einmal zum Anfang zurück, weil da ja auch noch ein Raum ist, den wir noch nicht betreten haben. Auch der falsche. Das ist der richtige. Oh Gott, hier waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr im Anfangsbereich. Ja, hier fing alles an.
frage mich, was ist ein Speicherpunkt da oben? Tatsächlich. Dann benutzen wir den auch gleich. Gut, haben wir das auch erledigt. Zurück zum Teleporter und dann... Das war's, ne? Im normalen Castle. Ach ne, hier genau. Clock Tower wollten wir noch. Es ist ein Hin und Her. Ich sage es euch. Ach. Lasst mich doch in Ruhe. Ihr Deppen. Könnt mich nicht aufhalten. Außerdem, mein Papa gehört dieses Schloss. Lasst mich in Ruhe. Sonst feuert der euch. Und wenn der einen feuert... Übel, übel. Ja, auch möglich, aber ich will von der anderen Seite rankommen, vom Clock Tower. Genau. Mal gucken. Ein nach oben. Und dann hier durch. Korrekt. Der Sound hier auch nicht verkehrt ist. Durch. Ich weiß nicht warum. Das Schloss wirkt. Ist das vielleicht wirklich öffnen vorher? Durch irgendeinen Schalter? Na, jetzt doof. Richtig? Bringt das was? Nicht wirklich, oder? Aber warum kann ich dann davor hauen? Egal, keine Ahnung. Was soll's? Haben wir den Raum halt nicht. Könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich das dann irgendwann mal nachholen, den Raum aufzudecken.
Ja, dann würde ich sagen, geht's zurück ins Reverse Castle. Genau. Da geht's dann weiter. Beim nächsten Mal. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Bye bye.